Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren im Namen Gottes. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Und ich mache dasselbe mit deiner. Aber Gott beobachtet uns. Er wird uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten. Ich sagte doch, wir leben in einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Deine Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Zahllose Menschen sind gestorben und du bist schuld. Die Welt steht in Flammen und du bist schuld. War es das wert? Wirklich? Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde und gehst in Frieden. Geh in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Bedenke. Gott beobachtet dich. Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als das Lamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebte. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu: Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus. Es ist vollbracht, Kind. Sing grace. Wir müssen los.
Wir werden sterben! Fahr! Bring uns zu dem Bunker! Los! Oh mein Gott! Pass auf die Straße auf! Du weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Ich hatte recht. Der Kollaps ist gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Du bist meine Familie. Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Ich bin dein Vater. Und du bist mein Kind. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von Eden.